Man muss wissen, dass ihre einzige Nahrung ein Pilz ist, den wegen seiner Giftigkeit jedes andere Lebewesen scheut. Marasken sind die einzigen Geschöpfe, die ihn als Speise suchen, und dennoch leben sie in der Einbildung, dass jede Kreatur, die zufällig des Weges kommt, nichts anderes im Sinn hat, als sich sogleich hungrig über dieses abscheuliche Gewächs herzumachen. Maurik von Finkenwalden. Der Herban, sicherlich nichts anderes als der große Schwarm, kennt offenbar keinen obersten Befehliger, wenn nicht den Wald selbst. Nemezijin-Bäume gibt es ebenso wenig wie den Schmetterlingsmann. In allen Legenden über Streitigkeiten mit dem brechenden Baum überlebt zuletzt der Baum. Wer also sollte davon berichten können? Gehört in einer Taverne Utsak. Tutsaks. Obwohl die Waldmenschen nun schon einen Monat schuften wie die Trolle, haben sie nur einen Kopf der Statue freilegen können. Ein Wesen der krötenähnlichen Rasse. Ähnlicher Fund, Vergleich 7 Selem, 1006 der Spektabilität Montagonus. Wie zu erwarten war, weigern sie sich, nach dem Fund eines Knochenbündels im Maul des vormenschlichen Ungetüms weiterzugraben und murmeln etwas von Tabu. Tagebuch des Hilbert von Pospareiken, 1019 Posperans Fall. Merkwürdiges Buch. Seine Seiten bestanden nicht aus Papier, Pergament oder Leder, sondern aus einem Material, das sich anfühlt wie der Panzer eines Käfers. Ich wüsste keine Methode, mit der so etwas zu fertigen ist. Es war uralt und klobig und kaum von einem Menschen zu tragen, aber wer sagt, dass es eins für einen Menschen geschaffen ward? Seltsame Symbole, die bis heute nicht eindeutig geklärt werden konnten, und schlangenartige Gravuren, bei deren Anblick einem schwindelig wurden, bedeckten den Einband. Es heißt, dass es einem Zarpriester geschenkt wurde, und dort, wo es gefunden wurde, lägen tausende weiterer dieser seltsamen Folianten. Aus den Aufzeichnungen der Iliana von Jägern, Magisterin der Magister bis 883 Bosporans Fall. Und so lauft ihr durch die finsteren Gänge. Aber mir war zu laut. Und nun habt ihr die Äxten hinter euch. Rennt. Auch wenn es nicht viel ist, aber ihr rennt. Immer dein Plan. Schneller laufen. Ich könnte eine Wand machen. Du siehst doch vielleicht. Ja, einen Moment. Ja, ich drehe mich um, tocke mit meinem Stab einmal auf und lasse den letzten Zauber aus meinem Stab hinausfließen, die Wand aus Erz. Hier erschwert. Das sieht gut aus. Ja, und damit bildet sich hinter uns eine Wand aus Erz, theoretisch bis zu 10 Meter lang und bis zu 3 Meter hoch. Aber das wird hier in diesem Raum gar nicht nötig sein, denn der Gang ist ja vermutlich nur 2x2 Meter lang. Hoch und breit. Ja, genau. Reicht. Ja, dann ist der Durchgang hinter uns erstmal verschlossen. Da! Abimir! Wie lange hält das an? Das hält erstmal eine ganze Weile an. Kann natürlich zerstört werden durch Strukturschaden, aber der ist halt halbiert. Oder durch einen Erzbann. Genau, also, Erzbann würde auch funktionieren. ZFP-Spielrunden, ja. Also sicher nur mindestens eine halbe Stunde. Richtig. Okay, wie lange dauert das, bis sich die gebildet hat? Kommt aus dem Element hervor, also wenige Sekunden. Also im Grunde wächst sie aus den Wänden. Richtig. Alles klar. Ihr könnt erkennen, während ihr anhaltet, Boltax dreht sich um, tockt mit seinem Stab auf und die Wand wächst zu, auch wenn es 2x2 Meter sind, könnt ihr bereits erkennen, wie dort einige akzelerierte Achas auf euch zugerannt kommen und versuchen dann euch zu erreichen. Ihr haben irgendwelche merkwürdigen Speere oder Säbel bei sich und dann ist die Wand zu und sie fangen an, dagegen zu kratzen. Serpentino lehnt mit einer flachen Hand von den wenigen Schritten, die ihr gerannt seid, bereits ein wenig außer Atem gegen der Wand. Ist dies Erz? Materielles, meine ich? Es ist ein materielles Erz, ja. Sehr viel raffinierter als ein einfacher Fortifex. Wenn auch, wie ich mir denke, ein wenig involvierter? Ja. Ist das jetzt wirklich der Zeitpunkt, sich über die Wand zu diskutieren? Sie ist da, sie hat uns gerettet, gut. Jetzt sollten wir schnellstmöglich hier abhauen. Oder wie lange hält die Wand noch? Ach, sie wird schon einiges halten. Könnt ihr diesen Gang zum Einsturz bringen? Mit uns darin? Natürlich nicht mit uns darin. Sicher, es würde etwas dauern. Nun, ich denke, die Zeit haben wir gewonnen jetzt. Ansonsten, wenn der Kapitän so geneigt wäre, ließe sich der Gang offen halten und nur für die Eidechsen permanent verschließen.
Mit was für einer Methode beabsichtigt ihr das zu tun? Mit Tlaloc Odem, selbstverständlich. Nun, mir ist dieser Kantus bekannt, aber er wirkt doch nur temporär, nicht wahr? Genau wie diese Wand vermutlich. Nun, es kommt darauf an, wie lange ihr ihn hier haben wollt. Man könnte selbstverständlich auch Tlaloc Odem dafür herbeiholen, wenn ihr versteht, was ich meine. Nein, das werden wir nicht tun. Und Kapitän, es wird der Tag kommen, an dem werdet ihr lernen müssen, mir zu vertrauen, was das angeht. Ihr sprecht das Wort Vertrauen im gleichen Atemzug wie einer Dämonenbeschwörung aus. Was denkt ihr euch dabei? Ich denke mir dabei, Kapitän, dass ihr von meiner Kunst bislang noch keinen einzigen Kostprobe bekommen habt. Und nichtsdestotrotz das Urteil über mich zu fällen mögt. Ihr habt einen Eid geschworen, keinen Dämon während unserer Reise zu beschwören. Und selbstverständlich habe ich dies bislang auch nicht getan. Nichtsdestotrotz ist es meine großartige Pflicht, euch immer wieder darauf hinzuweisen, dass ihr mein Talent vergeudet. Das mag sein, aber damit kann ich leben. Ich glaube, es ist jetzt nicht relevant, ob wir sein Talent vergeuden oder nicht vergeuden. Ich denke, es wird genügen, nicht sein Leben zu vergeuden. Egal, was wir tun, wir sollten es schnell tun. Wenn diese verdammten Echsen so schnell waren, wer weiß noch, was sie noch tun können. Ihr habt die Öffnung in der Decke dieser Höhle gesehen. Sie kommen da auf jeden Fall raus. Ja. Bord, Margus, wenn ihr einen besseren Plan habt, tragt ihn am besten jetzt vor. Es bestünde die Möglichkeit, alles zum Einsturz zu bringen. Alles, inklusive uns? Naja, wir sollten im Vorfeld natürlich das Weite suchen. Dies erscheint mir sehr unsicher. Ja, ein bisschen. Aber der Malmkreis ist keine exakte Wissenschaft. Und Kapitän, was ich euch anbiete, ist eine exakte Wissenschaft. Nein, keine Dämonen. Was braucht ihr, Boltax? Etwas Zeit, ein freies Sichtfeld wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Außerdem sollten wir ein Stück weit den Gang hinunter. Dieser Malmkreis konzentriert das Erz und dreht es. Stellt euch das Ganze vor, als wärt ihr beim Waschtag und hättet einen Zuber voll mit Wasser und dort würdet ihr eure Wäsche hineintun und mit einem Stock umrühren. Die Wäsche wird dann in der Mitte konzentriert und dann umgeformt. Ähnlich würde es mit dem Erz passieren. Das sorgt natürlich in einem statischen Bau wie diesem für Verschiebungen und eventuell stürzt das ganze Konstrukt zusammen. Ja, nun gut, dann gehen wir am besten, zeig mal, auf die Ende des Ganges dorthin. Ja, das klingt vernünftig. Das klingt sehr vernünftig. Ja, etwas durchgeatmet könnt ihr den Gang weitergehen und landet dort wieder in der großen Anlage mit dem Schlachtplan gegen die Stadt aus der Tiefe. Eine weitere Wendeltreppe, die nach oben führt, von dort, wo ihr kamt. Nun, seid ihr soweit? Nun, ja, selbstverständlich, aber sollten wir nicht vielleicht oben auf die Wendeltreppe, gut. Von oben, dann können wir ganz schnell weglaufen. Und ich kann den Zauber nach unten wirken und es stürzt dann hier das Fundament in sich zusammen. Vielleicht kriegen wir sogar damit noch einen Teil der Kaverne zum Einsturz. Es wäre zumindest wünschenswert. Es ist natürlich nicht ganz sicher, aber... Mir wäre das auf jeden Fall lieber, wenn die Kaverne beschädigt würde, als die Pyramiden. Immerhin haben wir Anzeichen gefunden, dass dort... Nun ja, so etwas wie Zar-Verehrung stattfindet. Ach, also ich sage es einmal so, es sind exische Machwerke. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn das so ein bisschen lediert wird, mit Leidenschaft gezogen. Oder ich halte es für höchst unverantwortlich, einen solchen Versuch überhaupt zu unternehmen. Denk nur daran, welche Art von Wissen hier verborgen sein könnte, der wieder nicht mehr abhaft werden können. Habt ihr einen besseren Vorschlag? Den besseren Vorschlag habe ich bereits unterbreitet und er wurde nicht einmal betrachtet. Keine Dämonen. Ja, Boltax, das klingt so, als solltest du machen und weniger reden. Gut, dann werde ich mich jetzt daran machen. Ich würde gerne einen meinem Kreis wirken und zwar würde ich mir gerne Zeit lassen, also die Zauberdauer verdoppeln von 20 auf 40 Aktionen. Es ist natürlich Element Erz, deshalb ist es für mich erleichtert, weil ich natürlich die entsprechende Kenntnis und den Fokus im Stab habe.
Und ich würde natürlich, oh, wie viel ASP da rein? Sagen wir mal 15 ASP, das heißt, er ist, nee, 16 ASP, das heißt, er hat 8 Schritt Radius. Das dürfte ordentlich dafür sorgen, dass zumindest hier alles einstürzt, so wie ich es möchte. Und dann sage ich mal noch, ich würde gerne zweimal Kosten sparen. Das bedeutet, wenn du jetzt hier meinen Kreis, dann würdest du auch den Pult mit den Schlachtplänen zerstören, ne? Genau, ja. Zum Glück hat er bei mir die bereits im Gedächtnis. Richtig. Ja, Diamantis rückt rum, zieht seine Abalone hoch, hält die auf die Treppe nach oben und zischt zu Serpentilio. Sag ihm, er soll sich nicht bewegen, sonst schieße ich. Gut. Also mit dem Ganzen, ohne Erschwerung oder Erleichterung, weil sich das Ganze wieder ausgleicht. Und dann kommt jetzt der Malmkreis, den ich auch noch nie gewirkt. Yes, genau geschafft. Wie meinen 1-0? Ja, wenn Serpentilio oben auf die Wendeltreppe schaut, dann kann er einen Achatz erkennen, der da oben an den Treppen steht, uns gerade gesehen hat und uns beschaut. Oh je. Serpentilio scheint, nachdem er ihn erkannt zu haben und den Schreck dann abgelegt hat, was schon mal 3 Sekunden sind, dann nochmal 3 Sekunden in seinem Gedächtnis zu kramen und dann vor sich hin zu zischeln. Es schaffst, Schambach! Bleib stehen! Was tut ihr da? Das ist eine sehr gute Frage, die wir euch beantworten, wenn ihr die Hände hochnehmt und ganz langsam herkommt. Wer seid ihr? Pilger, wenn ihr so wollt. Währenddessen kannst du sehen, wie sich der Boden unter dir bewegt, verschiebt, splittert, kreischt und Erz elementar verschoben wird, zu einem Strudel geformt und ein weiteres Knacken, was durch das Becken geht, aufbricht, das schwarze Wasser, was daraus fließt und die kleinen miniaturisierten Archen herumschwimmen. Wir sollten von ihr verschwinden. Das ist nicht gut. Nicht für niemanden. Ich schlage vor, ihr kommt mit. Und dann nehme ich die Bahn in die Hand. Und auch die Treppe dann hochstürmen wahrscheinlich. Sie stellt sich euch in den Weg, breitet die Arme aus und würde den Eingang dann an der Treppe so blockieren. Seht, was ihr angerichtet habt. Wie breit ist die Treppe? Kommt da eine Person hoch, oder? So breit wie der Gang. Ja, so wieder 2x2 Meter. Ihr könntet da natürlich auch irgendwie sie beiseite schubsen oder sowas, aber erst einmal steht sie sich genau direkt in die Mitte hin und möchte nicht, dass ihr durchpassiert. Wer seid ihr? Echter Zeit. Ich übersetze für Abelmir. Ich bin Priester, aber wer seid ihr? Sie ist wohl, warte, er, sie es, ist wohl der, die Geweihte dieses Ortes. Der tiefen Tochter? Das Wort ist dasselbe. Sie hat nicht gesagt, von welchem Tempel. Man fragt sie. In welchem Ranga dienst du? Vermutlich kommt das im Rissar als von welchem Ranga bist du berührt raus. Ja, genau das. Das Problem ist, dass du die Charybdorot auch mit Ranga übersetzt, aber alles ist ja Ranga. Ja, das ist Ranga, ja das, vor allem also, das Problem, dass du jetzt eben versuchst zu übersetzen. Die das Leben klaut. Ich spreche übrigens irgendwie nicht Rissar. Ich weiß nicht, ob es reicht für 5 Punkte, aber... 5 Punkte sind ganz ordentlich für jemanden, der keine spaltende Zunge hat. Die das Leben stiehlt. Nun, siehst du dies da? Dies wird jede Sekunde hier sein. Entweder ihr lässt uns durch oder es wird unbequem. Ihr habt noch Zeit zu fliehen. Jetzt oder nie. Sie wird euch auch das Leben stehlen. Hören wir gerade alle dieselbe Höhle hinter uns einstürzen, drückt sie verdammt nochmal aus dem Weg. Diese Echse ist unbewaffnet, oder? Ja. Das wäre okay. Geschafft. Okay, dann legt Zulamin ihr einen Arm um die Hüfte und zieht sie mit.
Also sie schubst sie nicht zur Seite, sondern sie versucht sie mitzunehmen. Körperkraft. Eher ringen, oder? Nee, Körperkraft. Und während ihr in dem nächsten Gang verschwindet, sie versucht von der Treppe wegzuziehen, könnt ihr auch spüren und hören, auch wie die Treppe unter euch eben nachgibt und zerbricht. Wir sollten jetzt wirklich schnell rennen. Ja, ich renne jetzt auch. Jack, ihr tackelst du sie dann an die Seite, oder? Naja, ich und der Bär rennen da jetzt lang und wenn die da stehen bleiben will, kann ich da gerne stehen bleiben, aber dann renne ich die um. Ja, soll wohl auch gelingen. Zulamit versucht sie auch zu ziehen. Gelingt wohl nicht ganz, dass du sie mitziehen kannst. Aber dadurch, dass dann Rafim hinter sie angeprescht kommt, gemeinsam mit Mira, die noch einmal verfaucht, wird sie dann auch an die Ecke gedrückt und schlägt dann einmal mit dem Hinterkopf an die Wand an. Serpentilio greift zu, dann im Rafins Fahrwasser zu, dann in meinem Ärmel. Kommt, lasst sie. Sie hat ihre Wahl getroffen. Zulamin wirft noch einen Blick zurück, aber läuft dann auch, denn hinter uns stürzt der Gang ein. Wenn die Sache schief geht, Voltax, ich rufe euren Geist und pisacke ihn. Ich glaube nicht, dass ihr in der Lage seid, meinen Geist zu rufen. Ja, ihr sollt rennen und nicht quatschen. Für euch würde er es üben. Ihr könnt auch das weitere Splittern des Steinkreises hören, des Malmkreises. Und vorbeilaufen an der merkwürdigen Drachenstatuette von Aldinor mit den verrotteten Opfergaben, bis ihr dann wieder in dem Raum mit dem Pentagramm und der Anordnung steht, wo ihr zwei weitere Priester erkennen könnt, die hier in der Mitte stehen, sich die Kreidezeichnung ansehen, die ihr hier hinterlassen habt und dort wieder miteinander diskutieren. Euch wieder ansehen und mit der Energie und der Gewalt, mit der ihr aus dem Gang geprescht kommt, werden sie sich auch erstmal wieder zurück in die Ecke drücken, aus der sie gekommen sind. Ich rufe noch im weiteren Lauft, lauft. Aber ich halte es nicht für die Jungs an. Ich hoffe, Rafim auch nicht. Ich verlasse mich darauf, dass er den Weg frei tackelt. Nein. Ich renne jetzt. Okay, dann könnt ihr wieder nach und nach den Tempel verlassen, die grünen basaltigen Stufen nach oben klettern, bis ihr dann wieder in einem verrotteten Urwald, in einem Dschungel von Maraskan steht. Die Luft der See, die euch entgegengewirbelt wird, auch wenn sie jetzt so viel klarer ist, nicht mehr so chaotisch verdreht, aber salzig auf alle Fälle und ja doch, verrottet ist sie schon irgendwie, aber das, was ihr hier unten gerochen hattet, war so sehr viel konzentrierter. Wieder in Richtung des gewaltigen Tentakel-Einschlages oder wohin sollt ihr gehen, wenn ihr dann oben auf dem zerbrochenen Pyramidenberg steht mit den beiseite gefegten Brocken? Ich würde mich jetzt mal umschauen. Einen Moment. Denkt ihr, das war weit genug, Voltax? Ich denke, ja. Oh, war das schön. Oh, was habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das war unverantwortlich. Oh, das letzte Mal war es so lustig in der goldenen Pyramide von Razzazor. Naja, bisschen jedenfalls. Nun, ich habe damals keine Lust oder Freude empfunden. Ich frage mich, Kapitän, wie ihr bei der Wahl solcher Berater überhaupt noch am Leben seid. Da habe ich die Stadt angezündet, erinnert ihr euch noch? Jetzt reiße ich ein Heiligtum mit der Erde ein. Ah, das nächste Mal müssen wir irgendwas fluten. Oder ich biete euch ein Skalpell an, ein kontrolliertes und bekanntes Instrument, und ihr entscheidet euch für das hier? Es ist seid die deutlich... Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Kapitän, ihr lasst eure weißmagische Ausbildung eure Sinne verstören. Sonst es nichts. Es ist die durchaus sinnvollere Art und Weise. Abel mir hat da vollkommen die richtig Art und Weise hätte uns beinahe umgebracht. Abel hat euch, sie Kapitän, aber nicht. Und eure Schutzbefohlenen allesamt. Und wo wir gerade davon reden, einige unschuldige... Lebewesen nehmen wir ihn auch noch mit. Ihr seid nur eingeschnappt, dass ihr einmal Frühsport machen müsst. Und vergesst nicht all das Wissen, das vermutlich in den Ecken dieses Tempels noch herumliegt und geborgen werden könnte. Denkt nur an die alten Schätze, an kulturelle Artefakte, an Magie, wenn ihr wollt. Manches Wissen sollte vergessen werden. An Gold und Edelsteine, wenn euch sonst denn nichts bewegt. Reißt euch zusammen, wir sind hier immer noch mitten im Gebiet des Feindes. Das ist kein Ort oder ein Zeitpunkt für irgendwelche Streitigkeiten oder Diskussionen. Wir sollten uns hier schnellstmöglich von hier wegbegeben. Das hat sie sicherlich aufgehalten, aber wie gesagt, da gab es noch andere Ausgänge. Die werden uns hinterherkommen.
Ohne dieser zur Schaustellung Junau selbst uns keinen Besuch abstattet, wundere ich mich noch. Schaut mal, von hier kann man es sehen, da ist er wirklich ein Teil der Pyramide eingesackt. Oh, es hat viel mehr Schaden angerichtet, als ich mir zu träumen erwagt hatte. Voltax. Ihr habt gerade eines ihr ihrer großen... Ihr solltet nicht stolz darauf sein, einen ihr Tempel zerstört zu haben. Eines ihrer großen Heiligtümer geschändet. Wem sollten die Beine in die Hand nehmen? Ja, wir sollten unsere Maraskana suchen. Wenn ich sage, dass es mich wundert, wenn Jonah auch nicht auftaucht, meine ich das ernst. Es wäre nicht das erste Mal. Gut, dann los. Ich schub's mal Serpentier in Richtung unserer Maraskana und dieses Grabens halt, aus dem wir gekommen sind. Los! Lauft! Und dann laufen wir. Denn ich will nicht hier sein, wenn was auch immer der Typ drin bestimmt jetzt gerade einen Krakenruf vor sich hin inkantiert, dabei ruft an, der da ist. Ja. Oder ein Seeschlangenruf. Und das ist der erklärte Krakenruf, ist das. Ja. Du weißt auf alle Fälle, welche Niederhöllen sie entfesseln können, wenn sie wollen. Vor allem, wenn Paktiere am Werke sind, die die Dämonen noch leichter kontrollieren und noch mehr Geschenke aus den Niederhöllen empfangen haben als du, der es als Künstler tut. Als Handwerker, als jemand, der das Ganze mit einem Seziermesser führt. Sie allerdings sind grob, mit einem Brecheisen dringen sie durch die Sphären hindurch, reißen und ziehen die Dämonen heraus und schicken sie euch entgegen. Nur mit einem einzigen Befehl, töten. Und so könnt ihr dann unter euch wieder die matschigen, pilzigen Bruchstücke erkennen, die Überreste von einer gewaltigen, uralten Straße, die vor vielen Jahrhunderten angelegt worden ist von nichtmenschlichen Händen, bis ihr dann eben wieder vor den exischen Leichnamen auftaucht, die ihr hier vor einiger Zeit hinterlassen habt, und auch dem gewaltigen Chorgeweihten oder Krimgeweihten Krieger, den ihr erschlagen habt. Noch einige ekelhafte Ausdünstungen, die ihr dann auch wahrnehmen könnt von eurem ehemaligen Tlaloxodem, und die angeschlagenen Haken, die ihr erkennen könnt, die Diamantis angebracht hat. Ihr könnt von oben erkennen, wie die Söldner von Kotnas Hahn und auch die Ruhe- und Grobpriesterin dann Seile herunterlassen, die sie dann wohl sorgsamlich eingezogen haben und euch dann aufmunternd zublicken. Ihr seid zurück. Willkommen. Wir haben überlebt. Gerade so. Nicht der Zeitpunkt für Begrüßungen. Klettert, ich halte meine Augen auf unseren Rücken. Alles klar, dann gib mir eine Kletternprobe. Erleichtert um 3 durch das Seil. Solamin schiebt Serpentilio vor. Immer ich zuerst. Erleichtert um 3, das kriegen wir hin. Oh, Crit. Geht langsam, aber es geht. Wie weit kann es denn noch sein? Legte Carla meine Hand auf seinen Rücken. Los, hoch mit dir, Junge. Wir müssen hier schnellstmöglich weg. Ja, aber Mia, was tust du genau, damit du nach oben fliegst? Ja, die Angst beflügelt mich vor den Schrecken, die wir gerade verlassen haben. Und die Angst treibt mich den Graben quasi empor. Also... ich bin quasi beflügelt durch meine Angst und meinen Schrecken, der mich verfolgt. Ja, Serpentilio braucht auf alle Fälle viel zu lang mit seinen kleinen dünnen Ärmchen, und du kannst dann eben hinter ihm schon, während er auch immer dabei ist, ja, das Seil ergreifen, ziehst und kletterst, und als Serpentilio dann irgendwo auf der Hälfte ist, fast droht abzustürzen, kannst du ihn dann die fast sogar noch auf deine Schulter legen, wie auch immer das funktioniert, und trägst ihn dann fast mit dir nach oben, wo ihr dann eben allesamt ankommt, einer nach dem anderen, beziehungsweise du mit Serpentilio gemeinsam. Oh, meine armen Gelenke sind nicht dafür gemacht. Ihr solltet mehr trainieren. Oh, das kommt schon noch mit der Zeit. Nun, kommt weiter. Ich bin mir sicher, euch hat man sowas mit dem Haferbrei angetrichtert. Nun, auf meiner Heimatakademie betreiben wir Sport. Sag ich doch. Nun, keine echte Müdigkeit vorschützen, schätze ich. Weiter geht's. Meister Diamantis, wo wollen wir jetzt hin? Wir gehen zurück. Zurück zu dem Punkt, an dem wir abgelassen wurden, und hoffen, dass dieser verdammte Pirat auch sein Wort hält und uns wieder abholt. Eine 3-Tages-Reise? Ja, die haben wir vor uns. Wir haben keine andere Möglichkeit, hier rauszukommen. Und die Reise wird gefährlich. Wir wissen nicht, ob sie noch irgendwas hinter uns schicken, müssen aber damit rechnen. Und waren wir jetzt erfolgreich?
Ja, ich habe den Tempel ein bisschen eingerissen. Wir waren auf ganzer Linie unerfolgreich. Nein, es ist fantastisch gelaufen. Wenn ihr eine überraschende Nebenerkenntnis weglasst. Wir waren teilweise erfolgreich. Wir haben etwas herausgefunden, was uns hilfreich sein kann. Wir kamen, um die Agrimod-Pforte zu schließen und wir haben sie geschlossen. Ihr solltet dieses Wort nicht sagen. Verzeiht. Wir haben genau gar nichts getan. Die Pforte war bereits geschlossen. Ja, jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, je nachdem, wie viel von der Kaverne runtergekommen ist. Ich versichere euch, diese Art von profaner Zerstörung macht an der Pforte des Grauens exakt gar nichts aus. Wer von uns hat schon eine Pforte des Grauens geschlossen, ihr oder ich? Er hat recht, das wird der Pforte nichts weiter schaden. Vielleicht ihren Bewohnern. Ja, natürlich. Aber wenn es Steine regnet, ist das schon nicht so angenehm für alle, die um die Pforte herum sind. Ich schaue mich mal um, kann man irgendwas erkennen von der Pyramide oder von diesem Loch im Boden? Kann man es von ihr aus sehen? Also das Loch im Boden war ja selbst unterirdisch. Die Pyramide hatte einen oberirdischen Teil, der komplett abgerissen worden ist von höchstwahrscheinlich Jonaho. Zumindest legen das die Tentakel und die scheuengroßen Bruchstücke der Pyramide nahe, ebenso wie dann eben auch die Abdrücke, in denen ihr marschiert und gelaufen seid. Das heißt, der Malmkreis, den Boltax herbeigerufen hat, der war unterirdisch. Und du kannst erkennen, wie tatsächlich jetzt an der einen oder anderen Stelle ein weiteres Loch im Gras klafft, wenn du dich noch einmal ein letztes Mal umblickst, bevor ihr dann weiter marschiert. Denn von hier aus kannst du ja dann diese Ebene betrachten, bis es dann eben weitere Klippen nach unten geht und du dann am Meer stehst. Aber ja, ein kleiner Teil der Erde ist eben nach innen eingebrochen und verschüttet. Gut, ich dachte ja an das Loch, wo die Archen drin sind. Das war ja nach oben hin zugänglich, ob man das erkennen kann von hier aus. Von hier aus, jetzt wo du weißt, wo du suchen musst, es ist sehr klein, einfach aufgrund der Entfernung, die du jetzt zurückgelegt hast. Aber ja, du kannst es erkennen. Also das ist quasi direkt an den Klippen gelegen.